Willkommen zu einer neuen gefährlichen Jagd Hunt Showdown hier. Und ja, diese Runde habe ich eine meiner Lieblingsfiguren genommen. Ja, da habe ich schon länger nicht mehr gespielt. Und ja, wollen wir mal schauen, wie diese Jagd so wird. Auf jeden Fall. Ich habe auch lange nicht mehr mit der gespielt. Ich bin auch gar nicht mehr gewohnt, mit dieser Waffe hier umzugehen und zu spielen und so. Und ja, die letzten Jagden, ja, muss man ja einfach so sagen, waren ja alle erfolgreich. Ich glaube, die letzten drei, vier Stück oder so. Und ja, wollen wir mal schauen, wie die wird. Da bin ich schon gespannt. Hier ist der erste Hinweis. Gut, und wir jagen diese Runde das Schweinchen. Gut. Okay, warte mal, wir können weiter. Eine übrigen hübsche Tasche, die du da hinten an deinem Rücken dran hängen hast. Die sieht wunderschön aus. Was hat er da vor? Ich weiß es nicht. Aber das ist zum nächsten Hinweis. Oh, er wurde von dem roten Mann gesehen. Mist! Ich habe ja ganz vergessen, dass ich ein Bajonett an der Waffe dran habe. Oh, schlimm, wenn man eine Figur eine Weile lang nicht gespielt hat. Ich habe die ja wirklich echt lange nicht mehr gespielt. Ich bin gar nicht mehr darauf eingestellt, dass ich hier noch meine Waffen ganz anders habe. Ein Bajonett habe ich ja sonst auf allen anderen Waffen, glaube ich, gar nicht drauf. Nur hier drauf. Aber ich wollte halt den diese Folge spielen. Zum einen, weil der halt niedrig gelevelt ist, ja. Alle anderen Figuren sind höher vom Level her. Und zum anderen, weil wir halt den auch länger nicht mehr gespielt haben, ja. Und weil es halt meine niedrigste Figur aktuell ist, mit Level 30 oder so. Die anderen sind ja alle ein bisschen höher. Und deswegen habe ich die anderen mehr oder weniger erstmal, ja, jetzt ausgelassen, um die mehr oder weniger Sicherheit zu wissen. Ja, so lässt sich es, glaube ich, gut beschreiben. Mist, und dieser Hinweis war für den Meuchler. Okay, wir haben jetzt einen Hinweis für den Meuchler, einen für das Schweinchen. Das ist nicht so gut. Wäre gut gewesen, wenn das jetzt der zweite Hinweis wäre für das Schweinchen. Okay, ja. Jetzt wäre es sowieso besser, wenn wir den anderen jagen hier. Das Schweinchen brauchen wir eigentlich gar nicht mehr probieren. Muss man an der Stelle schon mal so sagen. So, bitteschön, mein Freund. Das ist für dich. Danke. Partner? Kannst du kurz ein klein wenig warten, bitte? Ich bin sofort wieder bei dir, ja. So, ich nehme jetzt erstmal die Pistole ein bisschen mehr, glaube ich. So. Oh, davon haben welche geschossen. Oh, mein Partner hat, glaube ich, andere Spieler bei sich. Moment, ich will mal hier hoch. Ich
Ich laufe mal ein wenig anders zu ihm. Ich gehe ein bisschen hier rechts entlang. Wenn ich nur wüsste, genau wo. Irgendwo dort hinten. Halt, Moment. Oh, mein Partner wurde angeschossen. Partner, könntest du dich vielleicht erstmal heilen? Das finde ich nicht schlecht. So. Wir gehen ein wenig näher ran. Vorsichtig. Irgendwo hinter dem Busch oder so. Glaube ich. Oh oh. Ne? Ja, dann, los. Partner, ich bin gleich da. Ich muss halt bloß auf Nummer sicher gehen. Okay, gut gemacht. Ist glaube ich noch einer, ja. Okay, warte, 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 warte. Lass mich hier rüber. Wo, wo, wo? Da hinten! Oh! Okay. Erstmal heilen. Erstmal heilen. Der ist in dem Gebäude drin. So wie sich das anhört hier. Gibt mir was Nützliches. Okay, Geld. Mist, daneben, knapp. Jawohl, ich glaube, ich habe ihn auf jeden Fall seinen Rücken getroffen. Also, ich sehe nichts mehr. What? Von wo kam das denn? Ah, das war's, glaube ich, leider. Ah, schade. Schade. Zum Glück war das keine gute Figur von mir. Zum Glück war das keine meiner höchsten auch gleichzeitig. Aber trotzdem, schade ist es trotzdem. Der war Level 30 noch etwas. Ja. Und war auch eine von meinen Lieblingsfiguren. Schade. Ja. Aber nun gut. Können wir jetzt leider nichts dran ändern mehr. Schade. Ich mochte dann halt wirklich eigentlich ganz gerne die Figur. Gut. Ich würde sagen, Leute, wir hängen da jetzt noch eine Runde mit ran. Würde ich jetzt einfach sagen. Ja. Die Runde ging ja auch letzten Endes gar nicht so lange. Nur ein paar Minütchen. Wir holen uns jetzt auf jeden Fall noch kurz eine neue Figur. Zack. Die hier nehmen wir. Rekrutieren. Und dann rüsten wir jetzt die Figur noch ein bisschen aus. So, zack. Zack. Gut. Ja, der Rest kann so bleiben. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal in eine Jagd rein. So, da wären wir jetzt hier in der zweiten Jagd und ja, hoffen wir mal, dass die vielleicht etwas erfolgreicher wird, ja. Als die zuvor. Nun gut, wir haben ja jetzt eh eine Level 1er Figur, ja.
Wenn die jetzt weg wäre, wäre es nun auch nicht allzu schlimm, ja. Als das jetzt eine hohe Figur weggeht, aber trotzdem. Soll das jetzt eigentlich schon erfolgreich hier wieder werden. So, ich nehme dann mal das Messer wieder hier. Für die Gegner. Oh, ich höre eine Biene. Nein, sei ruhig, sei wieder ruhig. Oh, oh. Hier ist so ein Dicker. Schnell. Jawohl. Das hat aber auf jeden Fall was gebracht, dass ich das so gemacht habe. Oh. Oben rein. Hallo? Die Damen und Herren. Und das hier nehmen. Zack. So wunderbar. Okay. Nächster Hinweis. Dorthin wäre einer. Sonst sehe ich jetzt keinen weiteren hier gerade. Gut. Dann lasst uns mal dort hinter. Und vorne. Mal schauen. Gut, hier ist der Hinweis, der nächste. Hier sind sogar zwei Hinweise. So, wir müssen hier rein. Zack. Jawohl. Zwei haben wir. Dorthin wäre noch einer und dort. Dann würde ich sagen, nehmen wir den dort. Partner, komm mal mit. Ich glaube, wir können hier hoch. Gut. Und weiter geht's. Mist. Okay, nur noch dort vor. Hier ist nochmal so eine Bienenfrau. So, und hier ist der Hinweis. Naja, solange hier der Boss ist, ist es ja alles gut. Das ist ja diese eine Ecke hier bei der Karte, die ich nicht mag, wenn der Boss hier ist. So, in diesem Untergrund. Auch wenn das schon ganz cool ist an sich, aber dort habe ich schon oftmals blöde Erfahrungen gehabt mit anderen Spielern. Letzter Hinweis, oder? Nein, das ist super, das ist für den anderen Boss. Ah, wie kann man da noch so viel Pech haben? Zack, weg damit. Weg damit, los. Oh nein, ich habe meinen Partner, glaube ich, getroffen. Oder? Nein, ich glaube nicht. Bevor er dort genauso davor war, haben wir, glaube ich, noch den Gegner getroffen.
Hoffen wir mal, dass das jetzt der richtige Hinweis ist für die Spinne. Moment, ich höre was. Ist der Boss vielleicht hier drin? Der eine? Nein. Nein, nein, nein. Das ist der dort hinten. Das dicke Gegnerlein. Okay, wir müssen dort nach rechts noch ein Stück. Und nehmen. Jawohl. Wir haben alle Hinweise zusammen. Der Boss befindet sich ganz in unserer Nähe. Da wollen wir da mal hin. Ich glaube aber, andere sind uns schon zuvor gekommen. Ich glaube, andere sind schon näher an ihm dran. Okay, dann müsste der Boss ja dort drüben sein bei dem Ding. Ja, so sollte er sein. Naja, Schüsse höre ich jetzt hier nicht oder so. Okay, jetzt sind andere Gegner. Also andere Spieler sind hier. So. Gut. Aber sie schießen nicht. Das Ding ist, das weiß ich bis heute nicht, wie groß ist der Radius von diesem Ding, wo das so flüstert hier. Also wie groß zählt der Bereich hier, wo das sein kann. Das weiß ich leider bis heute nicht. Das zählt mich mal interessieren. Wenn das hier diese Geräusche macht, wie groß ist der Bereich, wo die überall sein können da? Oh. Nein, 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 nein. So. Nein. Ah. Okay, das sind kleine Fallenleger-Profis. Ich merke schon. Ah. Aua! Oh Gott! Ich komme hier nicht raus. Shit. Shit, 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 shit. Hallo, ich komme nicht zu dem Heilding hier. Gut, jetzt habe ich's. Partner, du hättest das Fenster schon wieder zumachen können, bitte. Ah, das Fenster ist so. Ach du Schreck. Also jetzt fühle ich mich hier ein bisschen umzingelt.
Nein! Ah, die können mich natürlich sehen. Partner! Hilfe! Wir müssen zurück. Ich glaube, das wird nichts. Mit der Spinne. Oh, oh. Nein, mein Partner zündelt. Das ist die einzigste richtige Entscheidung, die ich glaube ich noch machen kann. Hau doch ab! Ich würde am liebsten meinen Partner noch probieren zu retten. Das Problem ist, er brennt aber. An sich wäre nämlich jetzt noch mein Plan gewesen, ich halte dort vielleicht lange stand. Also vielleicht denken, ich bin abgehauen oder hau halt ab und komm nochmal zurück. Aber irgendwie wird daraus, glaube ich, gerade nichts. Das Ding ist halt, ich habe nicht viel Zeit mehr. Ich müsste jetzt nochmal dorthin rennen. Wie könnte ich es machen? Moment. Ich würde vielleicht was probieren. Wenn ich die jetzt hier sehen würde. Da drüben ist er lang gerannt. Soll ich es probieren? Ich würde es eigentlich gerne probieren, wenn ich jetzt hören würde, dass die gegen den Boss kämpfen. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich glaube, das war's, oder? Mist, 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 Mist. Ich werde die anderen 100 Mal eine Falle hingelegt, wahrscheinlich. Da habe ich sie gesehen. Naja, ich brauch's nicht probieren. Die bewachen den auch dort. Ich brauch's wirklich nicht versuchen. Nee, ich hätte abhauen sollen. Ich hätte abhauen sollen. Das war dumm. Ich hab das jetzt bloß probiert. Weil ich nicht wie letztes Mal, wo ich das schon mal gemacht hatte, meinen Partner einfach dann dort liegen gelassen habe. Aber ich glaube, es wäre wirklich besser gewesen. Ja, ich hab abgehauen. Schreibt mir wirklich gerne mal in die Kommentare, was hättet ihr gemacht, Leute. Wärt ihr an der Stelle abgehauen oder hättet ihr es noch irgendwie weiterhin probiert? Gerne mal in die Kommentare das schreiben. Schade, ja, diese Folge ist leider keine erfolgreiche Jagd. Aber die letzten Folgen, ja. Die letzten 4 oder 5 Folgen, alle Folgen hatten wir ja wirklich eine schöne Runde mit Beute abgehauen und so, ja, da ist jetzt halt diese eine Folge mal ohne Beute und so, ja, ist schade, aber ja, was wollen wir machen, schauen wir mal, wie dann die nächste Runde wird, das nächste Video und so, und ich würde dann auch sagen, Leute, bis zum nächsten Mal, ja, lasst gerne einen Daumen noch nach oben da, für mehr von diesem Spiel, und ja, tschüssi, Leute, haut rein.